Die Saison 2018 beginnt für die M1 Rallye Masters denkbar schwierig. Die Rebenland Rallye präsentiert sich heuer nass, rutschig und nebelig. Keine einfache Aufgabe für den neuen Racing-Rookie Patrick Knoll, der sich auf der Eisbahn im Lungau mit seinem neuen Auto vertraut gemacht hat. Servus, ich bin der Patrick Knoll, komme aus Flaensteichheim in der Nähe von der Weizsäule Races und Rechtbergrennen. Und ich habe heuer den Racing-Rookie gegangen. Das ist ein Nachwuchswettbewerb für Ford, MDC und Autorevue. Und da waren heuer ca. 450 Teilnehmer und der erste kriegt den Fiesta und wird gesponsert für drei Rallyes. Heuer wird einmal mehr oder weniger Lernjahr sein, schauen, dass wir halt durchkommen und Erfahrung sammeln. Sein Vorgänger Michael Röck hat das Lernjahr schon hinter sich, in seiner zweiten Saison hat er etwas mehr vor. Heuer das große Ziel, dass wir in der M1 LG2 gewinnen. Da haben wir vorher Zweiter waren hinter den Rico und das war mal das Ziel für die Saison. Die Konkurrenz in der LG2 sitzt wieder im Renault Clio, heuer aber mit Florian Lindler am Steuer. Ja, wir probieren schon, wir werden es heute ein bisschen gemütlich angehen. Schauen wir mal, wo wir wirklich sind mit dem Auto und ich sage, heute gewinkt das Hirn einmal. Schauen wir, dass wir das Auto ins Park für mich stellen und dann schauen wir, denken wir über Nacht nach, was wir morgen machen. Wieder mit dabei ist auch Christian Pirz, heuer mit einem neuen Design am Citroën DS3. Eigenhändig hat die D-Mark-Vertretung für Österreich-Slowenien übernommen, in Kooperation mit mir, sprich wir machen das ein wenig gemeinsam, das Ganze. Somit haben wir gesagt, braucht man einen ordentlichen Auftritt und ein ordentliches Design und so ist es zustande gekommen, dass wir halt jetzt im D-Mark WRC 2017 ein Design fahren, weil das einfach das Schönste war, was wir gefunden haben. Ergebnis, Zielsetzung vorgenommen? Ja, einmal durchkommen ohne Probleme. Das war mein einziges Ziel, was ich eigentlich habe und alles Weitere ergibt sich schon. Die gewünschte Zielankunft bleibt sowohl Pirz als auch Lindl verwehrt. Beide müssen mit technischen Defekten aufgeben. Eine beachtliche Leistung zeigt hingegen Martin Ritt im Volvo. Das Auto ist extrem gutmütig. Das funktioniert ewig lang mit dem Querfahren und das bringst du wieder leicht rein. Das macht einfach Spaß und es wird auch nichts hin, das ist das, was wichtig ist oder was halt mir Spaß macht. Nicht nach jeder Rallye wieder 2000 Euro reinbauen, sondern das funktioniert und fertig. Uns taugt das wieder. Wir kommen für uns ist es besser, weil da ist es wurscht, wie viel PS das du hast. Radl gehen alle durch und da ist auch der Heckantrieb, glaube ich, besser als der Frontantrieb, weil kann man mit dem Arsch lenken und der Frontler, der rutscht nur. Die italienischen Gäste im Ford Mustang können diese Meinung nicht ganz teilen. Ruggero Ravaglioli und Fabio Villa sind am Ende froh, im Ziel zu sein, wenn auch nur auf Platz 5. An der Spitze des M1-Feldes fährt Günther Knobloch im Subaru, nachdem der Ford Focus RS des deutschen Heinz Otto Sagel nicht durch die technische Abnahme gekommen ist. Die fehlende Feuerlöschanlage wurde vor Ort nachgerüstet, sodass man zumindest am Samstag fahren durfte, wenn auch nur außer Konkurrenz als Vorausauto. Klarerweise wollen wir unsere Serie in der M1 fortsetzen, das wollen wir gewinnen und im ORC ja, auf jeden Fall aufs Podium fahren und wofür es dann gesamt reicht, lassen wir uns mal überraschen. Günter Knobloch und Jürgen Rausch setzen somit ihre M1-Siegesserie fort. Dahinter wird Michael Röck schnellster LG2-Pilot. Martin Ritt bringt mit seiner beherzten Fahrweise den Volvo auf Platz 3 ins Ziel. Patrick Knoll ist froh, es bei seiner ersten Rallye auf Platz 4 ins Ziel geschafft zu haben. Er hofft für die nächste Rallye am 6. und 7. April im Lammental auf etwas schöneres Wetter.